Hallo Römer, meine lieben Freunde, was geht? Oh, warte mal. Ich muss den Sound mal einstellen. So. Jetzt hört ihr ihn, alles klar. Oh lol, laut. Oh. Yo, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda. Ocarina of Time. Wir müssen immer noch versuchen, dieses eine Dings da zu holen. Wow, coole Beschreibung, ne? Das Herzteil will ich noch holen. Was wir da letztes Mal verkackt haben zu holen. Und hier eine Bombe legen. Mein Sound ist so laut, Alter. So. Und mein Kabel hängt mir. Ja. Gott, oh Gott, ey. Nur Probleme hier. 50 Rubine, nice. Sehr nice. So. Genau, hier diesmal richtig runterspringen, hoffe ich. Mann, ey. Hab ich ja letztes Mal richtig verkackt, ne? Okay, nimm mal erstmal die. Schmeiß mal runter. So, und spring! Ja! Okay, wir haben es geschafft. Hier ist eigentlich ein Herzteil. Yeah! Nice! Sammle noch zwei weitere Herzteile und wir kriegen einen Herzcontainer. Sehr, sehr cool. Außerdem gehen wir jetzt, nach oben auf den Berg. Denn dort bekommen wir etwas Schönes. Und zwar irgendwas von einer Fee. Was genau, weiß ich selber nicht mehr. Was haben wir da bekommen? Ich glaube, Magie? Mehr Magie? Irgendwas. Was bekommen wir von... Shit, ich weiß es wirklich nicht mehr. Das ist das Problem. Was hat der Stein hier eigentlich zu suchen? Ist der auch irgendwie... wichtig? Ah, 5 Rubine, okay. Nette 5 Rubine. Bombe hinlegen. Wir müssen uns halt erstmal diesen Weg hier freisprengen. Hör! Zu spät. Hör! Sehr gut. Spring! Hier hoch. Und ist da noch ein Stein im Weg? Ich weiß es gar nicht. Hier ist noch einer. Der hat bestimmt auch ein paar Rubine für uns, oder? Oh nein, ein Loch. Okay, was ist in diesem Loch? Was ist da drin? Ich denke irgendwie Geld oder so. Eine Kuh. Eine Kuh. Von der könnten wir uns jetzt Milch holen, glaube ich. Hey, Kuh. Ich glaube, von der können wir uns Milch holen, oder? Aber wir haben da einen Geist drin. Den lasse ich da auch mal drin. Okay, eine Kuh. Naja, gut. Kann man ja mal machen, ne? Kann man ja mal machen. So, hier müssen wir jetzt aufpassen, genau. Au. 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 Was, nicht irgendwie am Rand langlaufen oder so, dann trifft uns nichts? Doch, es trifft uns trotzdem was, alles klar. Wow. Hier kommt sogar... Dein Ernst? Noch mehr Steine, die mich treffen. Okay. Dann müssen wir erstmal... die Skulltula wegmachen. Alles klar. Wir hätten eine Dekonuss bekommen. Ja, gut. Brauchen wir jetzt nicht so dringend. Von hier aus können wir jetzt weitere Skulltulas erstmal besiegen. Ey! Deko-Kerne sind immer gut. So, da oben ist noch eine Skulptula, die ich gerne wegschnetzeln will. Ich hab sogar getroffen, nice. Der Tag ist schon wieder vorbei. Die Nacht ist schon wieder vorbei, Alter. Wow. So. Noch eine Skulptula gibt's hier nicht, ne? Nee, okay, alles klar. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und hier ist erstmal die Eule, mit der ich aber erstmal nicht reden will, weil ich glaube, die nimmt uns mit zurück. Weil die nimmt uns von dem Berg hier mit runter, wenn wir mit ihr reden. Wir wollen erstmal hier in diese Feenquelle rein. Erstmal gucken, was die uns gibt. Ich weiß es echt nicht mehr. Aber die Feen hier in dem Spiel sind ja erstmal, ja, übel geil. Ich glaube, das mussten wir spielen, ne? Dim, dim, dim. Ja, genau, okay.
Hallöchen, Fee. Na, wie geht's dir? Hallo, mein süßer Doki. Oh, ich bin die Fee der Fähigkeiten. Ah, ich verleihe dir mit meiner Macht eine neue Schwertechnik. Ach, genau. Sei bereit. Stimmt. Stimmt. Wir kriegen jetzt die Wirbelattacke, glaube ich, ne? Oder die aufgeladene Wirbelattacke, irgendwie so. Wirbelattacke, genau. Kraftvolle Wirbelattacke. B gedrückt, um ein Schwert aufzuladen. Lasse B los, um einen energiegeladenen Rundumschlag auszuführen. Bewegst du ihn einmal im Kreis und drückst dann B, dann kannst du die Wirbelattacke sofort und ohne Wartezeit ausführen. Genau, sammelst du Kraft für eine Wirbelattacke, verbrauchst du magische Energie. Achte also auf deine grüne Magieleiste. Sag mal, du bist doch ein Bote der königlichen Familie, oder? Jo, wenn du wieder dort bist, dann schau in der Nähe des Schlosses bei einer guten Freundin von mir vorbei. Sie hat bestimmt auch etwas für dich, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Ja. Bist du vom Kampf erschöpft? Komm, ja. Dann komm her und so. Genau. Stimmt, beim Schloss ist ja auch eine. Stimmt. So, erstmal im Kreis drehen. Yeah. Und aufladen. Ich glaube, wir können es noch länger aufladen. Genau, dann kriegen wir so einen roten, der ist größer. Richtig geil. Dann kriegen wir so einen roten und der ist größer. Alles klar. Ah. Genau. Sie fliegt zum Fuße des Berges und kann uns mitnehmen. Sehr, sehr cool. Dadurch sparen wir uns jetzt den Runterlaufweg. Unten gab es noch eine Wand zum Wegsprengen, ganz am Eingang des Berges. Aber das bringt uns nichts, denn dort haben wir eine Skulltula, die wir nicht einsammeln können. Letzte Problem. Ach, jetzt sind wir hier auf dem Dach. Oh! Okay, gut, ich hab's geschafft. Geil, dann können wir uns jetzt das Herzteil holen. Geil, dann fehlt uns nur noch ein Herzteil. Sehr, sehr cool. Aber ich glaube, soweit konnten wir in Kakariko echt nichts mehr machen, oder? Konnten wir in den Brunnen? Nee, der war voll mit Wasser, glaube ich, ne? Das konnten wir jetzt nicht machen. Nee, der ist voll mit Wasser, genau. Wie viele Skulltulas haben wir nochmal? 14, ja, dann gibt's auch nichts Neues dafür. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal nach Kakariko. Nach Hyrule. Stadt. Und holen uns dort die erste Maske. Die wir dann hier hinten abgeben müssen. Ich weiß nicht, da wir die Flöte haben, aber ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt schon was soll ich sagen? Achso, genau, zwei Herzteile holen können. Oder ob das erst mit der Ocarina auf der Zeit geht. Er könnte es ja eigentlich später mal versuchen, ne? Obwohl, das ist auch ein Umweg irgendwie. Obwohl, wir müssen da eh eigentlich hin. Aber wir haben Bomben. Wir können uns, glaube ich, zwei weitere Herzteile holen. Hier in Hyrule. Hier auf diesem riesigen Feld. Aber egal. Oder? Machen wir das jetzt? Können wir das jetzt machen? Wollen wir das jetzt machen? Ich weiß nicht genau. Ich weiß noch nicht, was wir alles hier machen könnten bisher. Hier brauchen wir Pfeile, ne? Oder hatte ich das schon gemacht? Ah, nee, das ist... Oh, Laden. Oh, okay. Das war der Laden, okay. Was war hier nochmal? Irgendwas mit Flaschen, ne? Genau. Aber das müssen wir auch nicht machen. Hier ist dieser Maskenladen jetzt, soweit ich weiß. Dürfte der jetzt offen haben? Ja, er hat ja offen. Okay, alles klar. Sehr gut. Er hat offen. Hallo, willkommen beim lustigen Maskenhändler. Kann ich mit Masken die allen Leuten Freude bringen? Ja, wär's nicht auch gern ein Bote der Freude?
Pass auf, ich leihe dir eine Maske. Du verkaufst sie und gibst mir dann das Geld. Willst du wissen, wie es funktioniert? Lies das Schild zu deiner Linken. Übrigens, wenn du alle Masken verkauft hast, wirst auch du glücklicher sein. Vertrau mir. Okay. Dann machen wir das. Zack. Fuchsmaske, trage sie mit C, um sie zu zeigen. Wenn du machst dich damit beliebt. Weiß man nicht. Konnten wir noch irgendwas hier in Hyrule-Stadt machen? Auf dem Marktplatz. Das Spiel hatte ich gemacht, ne? Genau, das hatte ich, glaube ich, gemacht. Hatte ich das gemacht? Das hatte ich gemacht, ne? Ja, das hatten wir gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das schon gewonnen hatte. Hatten wir hier eigentlich noch irgendwas Interessantes? Ich weiß es echt nicht mehr. Komisch, die Tür lässt sich nicht öffnen. Huh. Okay, das ist echt komisch. Da ist keine Tür, okay. Yo, Alter. Hier war nur das und der der Krabbelminenshop, glaube ich, war da. Auch nur nachts, soweit ich das weiß. Aber hier drin waren wir noch nicht, glaube ich, ne? Und hier seht ihr schon Krabbelminengeschäft. Da ist ein Typ, ich glaube, der gibt eine Sonnenflasche, oder? Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall können wir hier... Hey! Ein Kunde, yo! Yo, ich will spielen. Und zwar können wir hier ein Herzteil gewinnen. Hoffentlich. Ach, leider nur für viel, schade. Okay, aber wir haben 10 Krabbelminen. Müssen halt hier jetzt so ein Ding schaffen. Schnell. Huh. Nice. Erste Wand destroyed. So, bei der zweiten Wand ist hier jetzt ein Huhn, genau. Was aber hoffentlich... Oh, das war ein bisschen schräg. Bisschen zu schräg. Das ist auch zu schräg, shit. Ich glaube, ich muss das so machen. Ja, nein. Genau, ein bisschen schräger. So. Das ist zu sch... Obwohl... Nee. So. Das hätte funktioniert, glaube ich. Shit. Ich versuch's weiter. Ich habe nur noch 3 Krabbelminen. Er explodiert... Wieso explodiert er da? Wieso explodiert das da? Das will ich nicht. Ja, gut. Wir haben schon verkackt. Wir haben nämlich nur diese Krabbelminen, diese Anzahl, und wir müssen 3 so eine Zielscheiben treffen. Wie mache ich das denn eigentlich, ey? Shit. Ja, will ich. Was kriegen wir? Krabbelminen. Okay, das ist auch nett. Krabbelminen haben oder nicht haben. Ist auf jeden Fall ganz gut. So, das hätten wir. Ich hätte vielleicht warten sollen, ne? Aber das sah gerade eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Obwohl doch, tat's. Okay. Das sieht gut aus. Yes! Und jetzt müssen wir das auch wieder schräg machen irgendwie, weil da noch ein fettes Huhn kommt. Sieht sogar ganz gut aus. Nein! So vielleicht? Oh lol. Was mache ich denn? Nee, das ist auch zu... Obwohl... What? Okay, ich mach das mal hier irgendwie. So? Nee, geht auch nicht, okay. In der Mitte können wir halt nicht durchwerfen, unsere Krabbelminen. Da wir dafür... Ja, dann treffen wir einen Huhn. Ich kenn mein Glück. So, letzte Krabbelmine. Ja, die ist... Nee. Okay, aber es war ja... Nein, ich wollte nochmal, nein. Achso. Ja, okay, das will ich haben. Ich will das Herzteil. Darauf suche ich gerade. Also darauf habe ich gebaut, dass ich dieses Herzteil bekomme. Nice. Ah, jetzt ist es hier? Ich versuch's so. Sieht gut aus. Yes. Da ist halt das fette Huhn jetzt im Weg, obwohl... Nein, geht doch nicht zurück. Oh, okay. Jetzt ist das kleine Huhn im Weg. Obwohl...
Nein, 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 kleinen Sohn, geh weg. Das wäre rein vorbeigekommen. Was ist nochmal so? So? Ich will dieses Herzteil haben. Es sieht gut aus, es sieht gut aus. What? Oh Mann. Ja, ja, ja. Nein, das Huhn. Wir haben noch 4 Versuche, Leute. Nochmal schräg versuchen, so? Nee, das ist zu schräg, das ist zu schräg, ja. Bisschen zu weit oben, würde ich sagen. Jetzt, 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 jetzt. Nein, 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 nein. Oh, dieses Huhn. Ja, es ist auch zu... Leute, nur noch ein Versuch. Hier, komm, das ist es, das ist es. Das ist es nicht. Nein! Bomben, wow. Bomben. Okay, ich muss irgendwie rausfinden, wie ich das in der Mitte mache. Wenn ich mich hier hinstelle, vielleicht so, weiß ich nicht. Dein Ernst? Jetzt haben wir das da oben. Jetzt ist das Hühnchen im Weg. Vielleicht schneide ich hier ein bisschen, ich weiß es noch nicht. Ich glaube, wenn ich mich hier so ganz an den Rand stelle... Was? Huhn, geh weg! Nein, Huhn! Oh, okay, das sind eh nur Bomben. Irgendwas treffe ich. Ich habe sogar getroffen, wow. Okay, es sind eh nur Bomben, aber ich habe nicht mehr so viel Geld, ne? Ja, ich will nochmal. Oh, größere Bombentasche, wie es aussieht. Alles klar, sehr gut. Die will ich auch haben. Die will ich haben. Gib mir die größere Bombentasche. Okay, jetzt ist es hier. Das dürfte passen. Was? Hier. Oder auch nicht. Hier. Auch nicht. Hier. Ich krieg einen Föhn. Das kann nicht wahr sein, ey. Das ist doch ein Beschiss, dieses Spiel. So. Auch nicht. Aber ich dachte dann das erste Mal. Was? Oder von hier ganz außen so schräg wahrscheinlich, ja. Shit. Gib mir das Herzteil. Ich habe noch nicht 50 Rubine. Obwohl, die kann ich gerade ganz gut gebrauchen eigentlich. Weil ich habe keine mehr. Bald. Los jetzt. So, wahrscheinlich von hier ganz außen und jetzt schräg. So. Oder auch nicht. So. Auch nicht. Mano. Oh. Was? Das hat nicht getroffen. Das trifft jetzt aber, oder? Hä? Warum explodieren die manchmal frühzeitig? Manchmal halt wieder nicht. Mann! Es wird nichts. Na klar, die letzte trifft. Die letzte trifft. Oh! Ich habe keine Rubine mehr. Nice, okay. Gut, Leute, dann machen wir das ganz später nochmal. Ach, kacke, ey. Ich will... Nein. Ich will zu dem Typen hier unten. Was hat er nochmal gesagt? Hallo? Bitte, verkauf mir etwas. Verkauf mir etwas. In einer Flasche. Was will der denn haben? Will der vielleicht einen Geist? Nein, das kann ich nicht nehmen. Es ist nicht das, was ich haben will. Was will der denn nochmal haben?
Bitte, verkauf mir etwas mit C. Bitte, verkauf mir etwas. Bitte, in einer Flasche. Wahrscheinlich ein Käfer. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es ein Käfer haben will. Aber naja, gut Leute, der Part ist vorbei. Den ganzen Part einfach nur gefailt in dieser... Gott, heute ist mein Deutsch echt eingerostet. Mir fehlen jetzt die ganze Zeit die Worte. Krabbelminen. In diesem Krabbelminen-Geschäft. So, nochmal ein bisschen Geld geholt. Und dann würde ich sagen, ich laufe zurück. Na, obwohl, nein. Wir sehen uns hier beim nächsten Part wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.